Ich hab. Hab ich keine Heilerin? War ich tatsächlich so blöd und hab keine Heilerin da drin gehabt oder was? Kann mir das nicht vorstellen. Egal, ich habe ein Level-Up, der mir nichts bringt. Top. Doch, ich kann Feuermagie höher skillen. Aber Todesmagie nicht, weil. Warum nicht? Mir fehlt Intelligenz. Ich bin nicht intelligent genug, um Tod und Verderben zu bringen. Okay, aber jetzt. So. Noch etwas mehr Tod und Verderben. Was wünscht die Rune? Toll. Zu euren Diensten. Ich hab tatsächlich. Wow. Das ist natürlich jetzt richtig beschissen. Aber hey, dann kann ich wenigstens mal mich heilen. Mit der Frau mit dem sexy Rock. Zu euren Diensten. Ja. Naja, wenigstens bin ich geheilt. Ist auch schon mal irgendwas. Und ihr braucht keine Heilung. Ja, das denke ich mir auch öfters. So, jetzt geht das. Das war schon der falsche Zauber. Sehr gut, ich hab's voll drauf. Ich bin so gut, ich glaube es mal wieder nicht. Ich bin wieder besser, als ich bin. Welches? Das sind mehr als nur eins. Ah, da. Nein, wo bin ich? Ich bleib mal da. Ihr bleibt auch mal da. Nein, dich. Ach, leck mich. Ich will den großen Zauber auspacken und da unten. Hey, Moment, da sind noch mehr Händler. Hä? Ach, die sind ganz woanders. Okay, das sind andere Händler. Ich denke mir schon, warum ist der Stein und so nicht aktiv? Ich war doch da vorhin erst irgendwie und. Ach, du kommst auch nochmal irgendwann. Irgendwann kommt er da schon mal an, ne? Ich hab's. Jetzt fängt die Scheiße wieder an mit dem, wir laufen einfach mal rein und sterben dann irgendwie. Gut. Ich schick die einfach mal dahin. Warum auch nicht? Ja, gut. Die Lebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen können. Und wenn ich jetzt wieder weggehe, dann kommen sie wieder. Ja, gut. Die Lebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen können. Alles klar. Dann gehe ich eben zu zweit weiter. Leute, Kämpfer, ich bin alleine schon so unbesiegbar. Ich brauche niemanden, der mir hilft. Ich bin nicht zu stoppen de facto, weil ich so mächtig bin. Kennt man ja. Schäler? Kartoffeln, Alter, schäl ich den ganzen Tag, Mann. So gut wie ich schält die keiner. Deswegen nennt man mich den Schäler. Und weil ich meinen Opfern über die Haut abschäle auch, aber das ist jetzt. Moment, hatte ich dich nicht dahingestellt? Lass dich da vielleicht besser mal stehen. So macht der Gewohnheit, ich darf bei ihm jetzt nicht mehr draufklicken, scheißen Dreck. So, der Fial Dark ist irgendwo. Der ist irgendwo, das ist eine sehr präzise Angabe. Ich wollte das heute noch durchspielen, aber wenn ich sehe, dass das jetzt wohl noch ein bisschen länger dauert, könnte das natürlich wieder schwierig werden. So, hallo. Noch mehr Knochendiebe, hey. Ihr seid nicht sonderlich beeindruckend. Und daher töten wir euch einfach mal ganz schnell. So, hallo, da, Todesschlag und Flammenwerfer habe ich auch noch im Anschlag. Ich bin nämlich Magier. Moment, Flammenwerfer ist das falsche Spiel. Nee, Moment. In der Kanon gibt es auch keinen Flammenwerfer. Ach, Mist. Skelettschlachter. Geschickte Seele. Wer hat die denn geschickt? Oder ist sie geschickt? Ich weiß nicht. Ist jetzt nicht eindeutig. Sehr uneindeutig. So kann ich nicht arbeiten. So, hallo, ich habe wieder Todesschlag, komm. Krieg ich nochmal ein Level up? Dauert noch. Schade. Schade, schade. Wobei, beim anderen Ding hat man auch sehr schnell. Moment, das ist meiner. Meinen eigenen töte ich jetzt mal nicht. Ausnahmsweise töte ich mal nicht meine Untergebenen.
Hä? Da lebt noch irgendwas. Da lebt auch noch was. Natürlich auch mal. So. Meine Armee ist voll mächtig. Man merkt schon, wie die voll abgeht. So voll überhaupt nicht. Gut, ich muss ja nicht alles. Doch, ich muss alles nicht. Sind wir realistisch. Es wird wieder darauf hinauslaufen, dass ich alles töte. Wo ist denn dieser Field Dark? Ist der Typ? Da, wo du ihn nicht erwartest. Gütige Seelen. Was sind denn hier alles für Seelen? Also ist die Seele geschickt und ich wurde nicht geschickt. Schwer zu unterscheiden. Egal, was haben wir denn in dieser Kiste? Bestimmt mächtige Ausrüstung für eine völlig andere Klasse. Ja, gleiche Klasse, andere Skillung. Wow, seht sie an, die mächtigen Kreaturen, die hier stehen und darauf warten, dass ich sie vernichten komme. Zu mir sind die wirklich nicht da. Gut. Verstärkung ist auch schon angerückt, das ist doch schon mal was Schönes. So, wo bin ich? Ich bin sicher da, wo ich hingehöre. Ganz weit hinten. Moment. So. Schmeiß einfach Feuerzauber auf sie. Feuerzauber. Ja, das ist ein Feuerzauber. Todesschlag. So nenne ich auch immer. Also, würde ich ein Spiel programmieren, würde ich Todesschlag. Wäre das bei mir definitiv ein Feuerzauber, weil. Ist offensichtlich, dass man so einen Zauber so nennt, weil es ist, ja, ist einfach offensichtlich, ne? Hallo, gütige Seele. Schenkt Gnade, Abenteurer. Dunkle Magie bindet mich an diesen Ort und ich vermag die Bande nicht zu brechen. Steht mir bei und ich will meine Kraft in eure Dienste stellen. Was muss ich tun, um euch zu erlösen? Bringt meine Seele zu dem Grabmal, das meine guten Kameraden für mich errichtet haben. Weit im Osten, dort, wo ich damals der Finsternis erlag. Aber passt auf, der Fial Dark wird versuchen, uns daran zu hindern. Ihr werdet ihm gegenübertreten müssen. Ich werde euch meine heilenden Kräfte zur Verfügung stellen, bis wir meine Ruhestadt erreicht haben. Bitte, Freund, gewährt einer verlorenen Seele diese Gnade. Okay, das war jetzt... Der Fial Dark wird mir jetzt aber nicht auf mich zurennen und versuchen, mich zu töten, oder? Nee, sieht gerade nicht so aus. Gut. Dann haben wir schon mal eine Heilerin extra gefunden. Finde ich gut. Heilung finde ich gut, persönlich. Also kann ich weiterempfehlen. Hat eine gute Amazon-Bewertung. Ist top. So, was habe ich denn hier alles für einen Müll inzwischen schon wieder? Es stapelt sich schon wieder. Es ist halt alles wieder Schrott. Die Hälfte der Leute kann man wieder nichts ausrüsten. So, ist hier noch mehr von diesen Seelen, die mir helfen wollen? Fände ich nämlich toll. Ich mag Leute, die mir helfen wollen, also... Bin ich ein bisschen eigen, aber hey. Oh, da ist der Fial Dark. Ja gut, dann umgehen wir den vielleicht mal so ein bisschen. Und die Seele ist wo? Ach da. Die greift auch mit an, natürlich. Also, Gesundheit. Danke. So, nachdem ich den wichtigsten Personen auf diesem Planeten Gesundheit gewünscht habe, kann es weitergehen. Yeah, dieser Todesschlag ist schon... War der Todesschlag nicht schon mal mächtiger? Ja, gut, dass die Magierin die einzige ist, die da angreift. So habe ich mir das vorgestellt, ehrlich gesagt. Oha. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr, als ich wollte. Ach was. Isolde, die Holde und die gütige Seele, kann die sterben? Das ist eine interessante Frage. Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich sehe sie gerade nicht mehr. Also entweder kann die nicht sterben und sie hat eben keinen Schaden genommen oder hat sie schon wieder selbst geheilt. So, hier ist auf jeden Fall noch die geschickte Seele. Die gefickte, geschickte Seele. Die wollen wir auch mitnehmen, glaube ich, wenn das geht. Kann man dich mitnehmen? Vorwärts.
meiner Rache. Brecht den Bann, der mich in dieser Stadt festhält, und mein Bogen soll euch dienen. Was muss ich tun, um euch zu erlösen? Tötet den Fialdark. Er ist es, der mich hier festhält. Er hat mich aus meiner Ruhestadt beschworen. Aus purer Grausamkeit lässt er mich nicht heimkehren in mein Grab. Wenn ihr mir helft, sollen meine Pfeile euch beistehen. Bringt mich nach Osten zu meiner Ruhestadt und erschlagt den Fialdark. Tut ihr das, werde ich so lange an eurer Seite bleiben. Oh. Mehr verstärken. Hey, nehme ich gerne. So. Wir wollen mal das Vieh noch sicherheitshalber mal umnieten. Vielleicht gibt es ja. Nee. Bis zum Levelaufstieg muss ich wohl noch eine Weile warten. Ach, Menno. Ich habe viel mehr Level verdient. So Level 70 hätte ich verdient. Level 200. Lasst mich mal diese Pfeifen plätten. So. Da ist noch eine Kiste. Ich möchte alles mitnehmen. Das ist das Schlimme daran. Ich hasse Rollenspiele. Ich musste immer alles mitnehmen. Aber das Gebäude ist festbetoniert jetzt nicht mehr. Ja, was? Ja, ja. Es ist einer. Dieser eine ist überall. Wir marschieren erstmal durch die Stadt und machen am Schluss die Portale. Außer das eine. Das muss ich jetzt schon aktivieren, weil Gemüse. Ob man diese Seelen da auch reinstellen kann? Lassen wir sie da verrotten. Einfach aus purer Grausamkeit. Dieser Fialdark ist mir sehr sympathisch. Wieso kann ich nicht auf seiner Seite kämpfen? Ich kämpfe hier auf der völlig falschen Seite. Warum kann man sich nicht dem Bösen anschließen? Gestalten wir das Spiel auch etwas abwechslungsreicher, indem wir die Welt versklaven. Da musst du Overlord spielen. Wieso ist die Heilerin eigentlich ganz vorne? Na, weil sie da nicht mehr wegkommt. Ah, natürlich. Das ergibt Sinn. Nicht wirklich, aber hey. So. Die können also offensichtlich doch sterben. Geh mal ein Stück weg. Keine Ahnung, was passiert, wenn die sterben. Dann scheitert die Quest. Könnte ich mir gut vorstellen. Hallo? Ich würde gerne diese Kiste öffnen. Hä? Na also. War doch gar nicht so schwer. So eine Kiste zu öffnen ist schon eine Herausforderung für mich. Ich bin mit Kisten öffnen schon völlig überfordert. So, ich habe sogar wieder Zeug gefunden. Das ist immer noch alles Müllis. Ich hatte doch hier die Zauberspruch Auslöschung. Auslöschung, die ich nie benutze, aber hey. Schnauze so, Auslöschung 8 fliegt raus und dafür kommt das rein. 9 und 10, hey. So, verschieben wir noch ein bisschen, ist zwar nicht mehr nötig, aber... So. Jetzt kann ich mich noch mächtiger fühlen, obwohl ich überhaupt nicht mächtig bin. Aber ich kann mich ja so fühlen. So sind da noch mehr so Seelen. Zornige Seele hätten wir hier noch. Und das war's dann. Die Rune ruft. Na gut. Moment, warte mal, da unten war doch auch noch. Das sind, glaube ich, nur Händler, ne? Hm, sieht so aus. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu nah am Field Dark vorbeilatsch. Es könnte eklig werden, wenn ich das tue. Und los. Wir schießen mal damit. Das macht gut Eindruck auf den. Okay, der ist nur Stufe 18. Ne? Das sollte das Eindruck machen, sonst wäre das irgendwie peinlich. Was zur Hölle schießt der da? Raketen! Sah aus wie Torpedos, ehrlich gesagt. So. Wir ignorieren den Field Dark einfach ganz locker. Ist das ein Quest? Gute Frage. Okay.
machen wir das. Ein spannendes Nebenquest. Das ist nicht spannend. Ja. Wir nutzen ihre Kräfte, solange wir es haben, und dann lassen wir sie einfach stehen und verrotten. Moment, das funktioniert bei Seelen, glaube ich nicht. Scheiße. Kann ich sie nicht in eine Rune binden und bis zur Endlosigkeit quälen? Nein, Moment. Wenn sie in der Rune stecken... Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann man Runenkrieger... Ja, Runenkrieger kann man schon quälen. Also, offensichtlich, ne? Zum Beispiel, indem er ihr ein Schwert hat, das ihn schmerzt, und das Ding macht überhaupt keine Wirkung auf die. Was ist das für ein Mist? Basilisk, konnten die nicht einsteinern? Konnten die mich nicht so intelligent machen wie Einstein? Hab doch sowas in Erinnerung. Mir war das so, als wenn das so wäre. Können wir natürlich auch täuschen, so. Ihnen interessiert das natürlich überhaupt nicht, dass wir durch eine Stadt marodieren. Warum denn auch? Ist ja nicht so, als wollten wir ihn irgendwie töten oder wären gefährlich für ihn und... Er ist tot. So, wo komme ich denn? Da komme ich hoch. Da kriege ich einen hoch. Was? Bin gerade voll toll im Kommentieren. Ich habe eine volle Ladung Kommentierungstolligkeit gefressen. Was haben wir da oben noch? Verzweifelte Seele. Ach. Einmal alles bitte, so. Halt, Moment, das macht ja gar keine Auswirkung auf die, ne? Das frisst nur mein Mana weg. Oh, doch. Jetzt schon. Ja, jetzt schon, weil es offensichtlich, das ist offensichtlich, warum. Also, das muss ich jetzt nicht extra noch erklären, warum das so ist. Das sieht man ja auf den ersten Blick. Wer das nicht tut, der sollte sich mal eine Brille kaufen. Was ist denn in der Kiste? Nichts Nützliches. Hallo, ich kann die Kiste nicht öffnen, weil... Keine Ahnung. Hallo. Ihr da, ihr müsst mir beistehen. Ich bin hier gefangen. Befreit mich aus dieser Stadt. Ihr müsst mich von hier wegbringen. Lasst es uns gemeinsam angehen. Was muss ich tun, um euch zu erlösen? Tod und Feuer. Der Vialdat muss brennen. Vernichtet ihn. Er hat mir das angetan. Er hält mich hier fest und lässt mich nicht heimkehren in mein Grab, fesselt meine Seele an diese Welt. Dafür will ich sein Fleisch von den Knochen schälen. Helft mir dabei und dann bettet mich zurück in mein Grab im Osten, damit ich diese elende Welt endlich hinter mir lassen kann. Lasst uns unseren Zorn vereinen. Mein Feuer gehört euch, wenn ihr mir nur helft. Ich sag nicht mal, dass ich denen helfe. Die folgen mir einfach, weil es offensichtlich... bitte was? Wieso kann ich das nicht? Der hat einfach eben einen Feuerball da durchgeworfen. Ich will das... Wie? Das will ich auch können. Das ist ja unfair. Warum können die schon wieder mächtige Zaubertricks, die ich nicht kann? Das ist gemein. Irgendwelche beschissenen Seelen, die seit Jahrtausenden tot sind, können mehr als ich. Leck mich, Spiel. Ich gehe nach Hause. So, dann räumen wir da oben noch aus. Ne, Moment, da ist der Fial Dark. Komme ich da noch irgendwie anders? Ja, ich komme von hinten. Von hinten. Hey, ganz viel tolle neue Ausrüstung, die bestimmt toll ist. Oder auch nicht. Eher nicht. Hey, Feuerschild, das benutze ich so oft. Und das habe ich schon besseres. Toll. Panzer der Schattenklingen, was kein Schwein benutzen kann. Hey, doch, sie. 105 Ausdauer und Geschicklichkeit. Warum nicht? Oh, Dunkelbeinkleider hat sie schon. Sonst nichts von Interesse. Nö. Gut. Ich finde hier voll die tolle Ausrüstung.